Oh. Yo Leute. So, ich habe jetzt in diesem Vlog nicht so viel geredet selber. Ich war immer mehr hinter der Kamera und hab halt quasi das Geschehen gefilmt. Morgen geht's weiter. Ich gehe jetzt ein bisschen pennen. Ich muss ein bisschen ausruhen, weil die letzten Tage habe ich mein Schlafrhythmus ist broke, Todes. Und richtig geile Aktion hier im Hotel. Mal kurz eine Roomtour. Dann haben wir hier das ist richtig geil mit dem Kamin, denn für die Leute, die es nicht wissen, falls ihr ASMR kennt, das sind so Beruhigungsvideos zum Einschlafen, gönne ich mir immer, damit kann ich gut einschlafen, das ist auch perfekt, das ist ja sowas quasi. Mit sowas kann ich richtig gut pennen, ist halt Standard, ne, also hier ne, so ein Becken, Dusche, die ich könnte, ja, ich könnte morgen duschen, geil, das ist geil. Und ja, hier halt, ne, hier Kacken, ne? Richtig korrekt von Revedat für Sascha, Insko, Bari, Spendyboy, für mich, weil wir ja da zu Gast sind und das alles unterstützen. Die ganze Charity-Aktion fand ich richtig cool, dass uns das Hotel hier bezahlt hat. Mega coole Aktion. Also Rewe ist echt ein Ehrenmann, muss man sagen. Und ja, ich find's auch richtig heftig. Wir haben schon gleich jetzt in den ersten Teil des Streams 16.000 Euro zusammen bekommen. Und ich denke mal, morgen könnte noch die 30.000 geknackt werden. Ich würde mal sagen, ich lasse es mir mal gut gehen. Ich würde sagen, bis morgen dann. Sehen wir die süchtige Ecke, alle am Suchen. Yo! Nico, bau mal bitte hier das Mikrofon auf von dem hier. Egal, wir wollen lachen über dich. Finde ich das sehr. Ja, Leute, es ist gerade ein bisschen ruhiger, ihr merkt das. Aber auch Inscope ist gerade weg, oder? Ohne Witz, es ist direkt viel ruhiger, wenn die wechseln, Mann. 13.000 Euro, Mann, ich komme auch nicht klar. Zu wenig, Leute! 100.000 Minimum! Nein! So, begelt euch. Das Problem ist, meine Zuschauer, jede Folge beinhaltet bei mir, sehen halt, dass ich das wieder aufbauen muss. Also das tut mir voll leid, die müssen auch immer gleich gucken. Ja, Rebi, tut dir gut, ne? Ja, ist so. Das ist voll irgendwie. Ich find's geil. Vor allem Stein brennt auch, Digga, ne? Was? Stein brennt auch gut. Ne, aber das Holz. Patrick, ganz ehrlich. Ja. Verdient. Einfach verdient für dieses Loch in meinem Haus, du Bastard. Das fand ich aber cool. Guck dir das mal an. Ich wollte dieses Haus auch so schön, es war so schön, Alter. Ich hab sogar so Besucher bei mir gehabt. Guck, Petter, wie gesagt, für einen guten Zweck, ne? Junge, wie viel hast du, Digga? Petter, für einen guten Zweck, ne? Aber bitte jetzt, aber okay, Treppe ist okay, aber nicht mein Lager, ne? Ja, genau, komm. Voll weg einfach. 1000 Euro von G-Time! Yeah! Mach ein bisschen so. Warte, ich tropfe ganz gut. Was wollte ich denn trinken? Letztes Low. Nimm der andere, pass einfach an. Gib mal ein bisschen Wasser. Warte auf. Ja, ja. Hey. Kannst du mal aufmachen? Ist das deine Flasche? Einfach auf. Nimm den Deckel ab. Ich komm gleich. Bist du freundlicher? Ihr braucht sich heute dabei. So aufpassen, dass ich nicht irgendwas Technisches kaputt mache. Wo willst du denn das? Also 15K ist schon brutale Stärke, oder? Was sagst du? 15K, so. Brutale Leistung. Ja. Der Peter stimmt, der war da. Links, Peter! Ja, aber guck mal, du kriegst immer ohne Schuss. Ja, klar, nee, meine Oma. Ich bin mega müde. Ja, aber guck mal, jetzt pass auf, guck mal, rechts. Hey, welcher Pisser hat mir gerade irgendwas in den Nacken gespitzt? Ey, was war das denn, Mann? Was denn? Ey, das ist überhaupt nicht witzig, Mann, was war das? Warum stinkt das so? Es war nur Wasser. Es war Pisse. Warum bin ich jetzt ein Hurensohn, weil ich dir Piss in den Nacken geschützt habe? Das macht absolut keinen Sinn. Ich verstehe es lange nicht. Patrick hat mich nie abgeschlossen. Oh Mann. Der will doch nur trinken. Bist du dumm? Ich will immer nur Durst, Alter. Bist du dumm? Wir sind nicht auffällig, komm. Ey, verpiss dich. Oh! Also, das hätte ich mir jetzt nicht. Also, nee. Oh! Der hat geklatscht. Ich weiß ganz genau, dass du das gewesen bist. Ich hab's auf der Facecam gesehen. Der hat geklatscht. Den kriegst du noch zurück. Oh, shit. Okay. Da gibt's noch was zurück. Oh, nee. Das war auch echt Fehler. Oh, nee. Weißt du, was das Beste ist? Was? Ich war's noch nicht mal, du Doch. Bastard. Nein, ich stand direkt dahinter. Wir haben's auf Cam. Okay, ich hab's auch auf Cam. Vor allem ich stehe so mit Kamera und Wasser so. Ey, ich hab's gesehen. Aber Rebi, ja. Du kannst dich gefasst machen, es wird noch was kommen. Auf was?
Mach dich gefasst. Auf was? Mach dich einfach nur gefasst. Auf was? Auf was jetzt? Guck mal, weißt du, was das Beste ist? Du weißt ja nicht, vielleicht kommt's in einer Minute, ja. Vielleicht in einer Stunde, aber vielleicht kommt's doch erst morgen. Hey, was wäre jetzt eigentlich, wenn... Man weiß es nicht. Aber es könnte doch sein, dass ich anderes Zeug mache. Nee, das kann nicht sein. Doch. Nee. Doch schon. Nee. So Leute, was geht ab, Mann? Ich bin Spendeboy, der eine oder andere kennt mich eventuell von den ganzen Challenges, aka Ruthless, Challenge Boy, ihr wisst Bescheid. Leute, ihr müsst wissen, ich habe gestern gestreamt bis um 2:30, habe zum ersten Mal Minecraft gespielt und die Jungs hier, einmal kurz die Kamera bitte schwenken. Ja, bitte die Kamera schwenken. Wir sind alle ganz stark überzeugt, dass ich auf jeden Fall bei Varo 5 dabei sein werde, oder? Glaub mir, wir beide Team, wir waren das albanische Team. Genau. Und dann rasieren wir alles. Aber alles. Ich meine, Revi, ich guck dir den mal an. Der kann gar nicht. Der macht einen auf, als ob er hier spielen kann, Minecraft. Ja, aber schaut es euch mal kurz an, bitte. Ja? Er kann nur die W-Taste durchdrücken, gerade auslaufen. Der kann nur bauen. Der kann bauen, aber so im Kampf, Digga, ist er nutzlos. Gar nichts, Jungs, gar nichts. Easy going. Ne Leute, wenn Jungs, ihr wollt, Varo 5, ihr wisst Bescheid. Ich hol dich rein. Schreibt einfach überall unter jedem Minecraft-YouTuber Hashtag Spendi 4. Also Spendi 4, ja, die Zahl 4. Mit cooler, cooler halt, ne? Genau, Hashtag Spendi 4, die Zahl. Varo 5. Und ich bin safe dabei, Alter. Safe dabei. Easy going. Ey, Revi. Wie geht's dir? Skiller. Was? Beckham. Braxter. Sag doch mal, wie es dir geht. Wie viel Geld haben wir schon zusammen? 17.487 Euro. Die 30.000 ist safe drin, ne, morgen. Doch, Jelly, da schaffen wir. Zwinger. Boah, diese Kamera ist so heftig. Schau mal hin, geht schon mal hin. Hier von dem Streaminghaus angelangt, ich hab so einen sozialen Sprachenhaus gekartet, dass ich nicht... Wir haben jetzt endlich ein Thumbnail, Leute. Ein Thumbnail wurde uns geklärt. Es wird... Es wird ein Thumbnail geklärt, Leute. Ein Titel und... Nivea, for men natürlich. No plus placement. Also ich geh schon mal hin. Okay. Und damit wird ihm jetzt richtig fett in die Fresse gehauen, okay? Alter, bist du da. Also, ich mach sowas eigentlich, aber für das Gäste muss ich mich einfach rächen, das geht nicht klar. Stimmt, der hat dir voll einen üblen Nackenklatscher gegeben. Sonst würde ich sowas nicht machen. Ja, das war schon echt heftig, der Nackenklatscher. Was haben wir jetzt offen? FIFA haben wir doch offen, oder? Oder haben wir schon verlost? FIFA? Was haben wir noch offen? So, jetzt kommen die Donations, bitte nein. Ja, Digi, ich kann das nicht selber sehen. Was? Da bring mal mein Haus, Revi. Oh! Smack! 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 Ey, meine Kette! Er war. Oh! Das war schon ein bisschen. Das war schon. Das war schon ein bisschen. War hart, ne? Das war schon zu viel, Mann. Nee, also. Das war schon too much. Oh!